Hallo, heute präsentieren wir euch die brandneue Basisqualifikationsprüfung 2014 aus dem Frühjahr. Und an der Stelle wollen wir gerne auch nochmal auf unsere Angebote hinweisen, die ihr hier auf unserer Homepage unter diesem Link finden könnt. Hier werden also stets die wichtigsten Dinge, die wir hier so präsentieren, aktuell gehalten. Heute rechnen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Jahr 2014 für das Fach NTG. Und zwar Frühjahr. Die Aufgabe, die wir besprechen wollen, ist die Aufgabe 5. Und bei der Aufgabe 5 geht es um einen Wagen, der über eine horizontale Ebene gezogen wird. Und in der Prüfung wird uns folgende Systemskizze geliefert. Auf zwei Rollen gelagert soll dieser Wagen mit einer bestimmten Kraft gezogen werden. Die Kraft ist uns gegeben und diese Kraft beträgt 350 Newton. Weiter kennen wir den Winkel zwischen der Bodenebene und der Kraft. Und dieser Winkel beträgt Alpha gleich 30 Grad. Mehr kennen wir nicht. Gesucht ist A die Kraftkurve.